Ja, ich weiß, es war gemein mit dem Cliffhanger. Aber es passt halt ganz gut. Die 15 Minuten waren gerade um. So, wir sind auf einer neuen Ebene. Bereite dich darauf vor, dein Schicksal zu treffen. Stand da an der Wand. Und unser Schicksal ist anscheinend gegen Pilze zu kämpfen, die quietschen. Und die fast keinen Schaden mehr machen, weil wir gute Rüstungsklasse haben. Oh, das kann ruhig so weitergehen. Das sind alles Kämpferlevel. Weil Ninja-Level haben wir inzwischen ja schon ein paar bekommen. Aber Kämpferlevel glaube ich noch gar keinen. Außer ich habe mich da irgendwo übersehen. So, chop chop, schieß, werf. Ninja-Level. Ja, schön. Ja, irgendwann müssten theoretisch auch unsere Magier Krieger-Level bekommen. Aber das wird schwierig, das zu trainieren. Weil die sterben halt recht schnell. So, das ganze Essen erstmal weg. Steine zu ihm. Essen weg. Stein und Stein. Und Stein und Keule. Pfeil zu ihm. Wir brauchen echt mal den Bogen. So, und die Keule auch noch. Hattest du nicht ein Schild? Ah, ne, das hat Gosmog. Also nochmal. Bereite dich darauf vor, zu treffen. Dein Doom ist Schicksal. Also eher so ein böses Schicksal. Aber da fällt mir gerade kein gutes deutsches Wort für ein. Na gut, töten wir weiter Pilze. Chop, chop. Chop, 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 chop. Chop, chop ist auch eigentlich eine Wortfolge für mach schneller. So wie Yalla, Yalla im Arabischen. Oh, eine Münze. Warum hat ein Pilz eine Münze dabei? Naja, egal. Also ja, Chop Chop kenne ich aus England und aus Afrika. Warum auch immer die beiden Länder das gemeinsam haben. Was haben wir hier? Lass dich nicht von einer geschlossenen Tür aufhalten. Oder lass dich nicht von einer geschlossenen Tür stoppen. Ja, mit so einer Axt. Das ist schon ein gutes Zeichen. Also wenn man eine geschlossene Tür hat und direkt davor liegt eine Axt. Und die Tür ist aus Holz. Was soll man wohl machen? Wasservorräte gehen langsam zur Neige. Naja, nicht wirklich, aber die Schläuche sind alle. Kommen wir alle zu Gosmog. So, du hast genug Wasser, du hast genug Wasser, du auch, du auch. So, aber unbedingt daran denken, wenn wir mal wieder einen Brunnen sehen, alle draus trinken. Kaputt. Alle draus trinken und die Wasserschläuche auffüllen. So. Ne, da ist nichts. Oh, hier ist eine Druckplatte. Das kleine Ding da. Legen wir mal was drauf. Haben wir was Schweres, was wir nicht brauchen? Ein Stück Pilz. Reicht nicht. Eine Truhe voll Essen. Ne, die könnten wir später noch gebrauchen. Was mit einer Keule? Die Axt. Es ist alles schon recht schwer. Ein Kettenpanzer. Eine Kettenhose. Nee, Kettenstiefel. Nee, es wird nicht durch Gewicht ausgelöst werden, sonst wäre das jetzt schon losgegangen. Ganz schnell laufen. Oh, und da ist der erste Wurm. Die kenne ich noch von früher. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was bei Anvil of Dawn nicht geklappt hat. Na, komm her. Komm her. Oh, schon mal einen Zauber vorbereiten, falls er wirklich zu nah rankommt. Eigentlich will ich ihn gerade in die Tür lotsen, dann einen Schritt nach vorne machen. Dadurch wird die Druckplatte deaktiviert und er kriegt immer die Tür auf dem Kopf gedonnert. Oh, und da hinten ist eine Biene. Die kommen jetzt schon? Na komm. Put, 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 put. Wir schießen noch einmal. Ne, das war ein Ping. Das heißt, es wurde die Wand getroffen und kein Gegner. Nochmal. Wieder ein Ping. 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 Na gut, das war jetzt die Fantasy-Version von einem Computer-Ping. Hat nichts gebracht. Keiner hat geantwortet.
Oh, wir haben doch... Ah, da ist er wieder. Na komm. Put, 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 put. Liebes Würmchen. So, stirb. Wie ihr sehen könnt, halten die recht viel aus und machen auch gut Schaden. So, zähes Biest. Und hier ist so ein Wurmstück. Davon werden wir uns später wahrscheinlich primär ernähren. Also Wurmstücken und Pilzhälften. Yummy. Also alles wieder einsacken. Die Steine sind ja leider hinter dem Ding. Aber wir hatten noch einen Zauber gelernt, mit dem wir Türen aufkriegen, oder? Schmeißen wir eine Giftwolke da durch und dann den hier und den. Der sollte eigentlich Türen öffnen. Mal ein bisschen einen höheren Grad nehmen. Klappt auch nicht. Noch einen höheren Grad haben wir keinen Mana für. Probier du mal. Also den und den. Auch nicht. Der Level wird viel zu hoch sein für uns. Na gut. Was machen wir dann? Oh. Wir drücken einfach den... Oh, du kommst aber schnell ran. Und warst auch schnell tot. Also ja, drücken einfach mal den Knopf hier. Was zur Hölle? Oh. Der hat uns teleportiert. Das ist natürlich praktisch. Also wenn wir den Knopf hier drücken, werden wir direkt vor die Tür teleportiert. Das heißt, wir müssen einfach nur drauf drücken und schnell nach rechts gehen. Das sollten wir aber erst machen, wenn wir... Oh, da liegt eine Münze. Das sollten wir aber erst machen, wenn wir ein volles Mana haben und jeder irgendwelche Angriffszauber bereit. Weil wenn wir da erstmal hinter sind, wissen wir nicht, ob wir wieder rauskommen. Also, Angriffszauber, Angriffszauber, Angriffszauber. Schlafen. Ja, langsam wird es ein bisschen haariger. Ihr habt ja schon gesehen, wie viel Schaden dieser Wurm gemacht hat mit einem Biss. Mal so eben ein Drittel der Lebenspunkte weg. Und wir werden nicht immer das Glück haben, dass wir unter der Tür einquetschen können. Und das werden nachher noch größere Gruppen. Also nicht einzelne Würmer, sondern ganze Scharen davon. So, also drück rechts, rechts. Oh, das war zu langsam. Dann mache ich das Ganze mal jetzt mit... genau so. Benutze jetzt kurz das Keyboard. Also, klack. Au, au. Jetzt haben wir die Tür auf den Deckel bekommen. Oh, und damit geht sie wieder auf. Ja, das ist doch schön. Also wir können schon mal fliehen. Das ist wichtig. Und ich höre so ein Kriechgeräusch. Das wird der nächste Wurm sein. Ja, da ist der Wurm. So, werfen, werfen. Weg. Schieß. Nein, das war der falsche. Schieß. Und nochmal schieß. Und mach ihn tot. Du stehst links. Und kein Mana mehr. Weg. Schön weg. Ja, guck mal, der ist fast tot. Und das war nur ein Wurm. So. Da ist schon der nächste. Aber, und er ist vergiftet. Und hat überall Wunden. Na komm. Wir wollen eine volle Breitseite verpassen. So, du stehst links, du stehst rechts. Und weg. Nächster Zauber. Elijah steht rechts, kann also treffen. Das Praktische ist, wenn die Würmer angreifen, stehen sie direkt so zur Gruppe. Das heißt, jeder kann zuschlagen, jeder kann werfen. Geh da lang, wir wollen dich einmal umrunden. So. Du hast auch noch Gift. Du nicht mehr. So, Gosmog. Boah. Okay, lauschen wir mal ganz kurz. Ich höre kein Gekrieche mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Ein nicht so gutes Zeichen ist, dass er 3 Punkte Schaden bekommt und nur noch 25 Lebenspunkte hat. Ah, wir haben nichts, was wir dagegen machen können. Immer noch kein Heilzauber. Ärgerlich, ärgerlich. Was haben wir da? Nix. Nur einen leeren Raum. So, da müsste es weitergehen. Wir wollen aber nicht weiter. Wir wollen erstmal zurück und alle unsere Steine und Keulen, was weiß ich, einsammeln.
Und dann, ja, was dann? Hoffen, dass das Gift ausläuft, bevor er tot ist. Weil wir haben noch keinen Heilzauber. Hilft Käse gegen Gift? Nein. Und diese Ja-Potion war ein Schutz gegen Magie. Das wird auch nichts helfen. Sonst noch irgendwas? Ah, damit konnten wir heilen. Ja, super. Oh, man kann sich damit nur selbst heilen. Gib das mal Gosmog. Du. Ah. Und er kann damit nur Monster beruhigen, weil sein Zauberlevel nicht hoch genug ist. Das ist ärgerlich. 16 Lebenspunkte. Na gut, ziehen wir das nicht weiter raus. Wir schlafen jetzt einfach mal und hoffen, dass die bisschen Heilung gegen das Gift gegen ankommt. Na, super, hat er geschafft. Na, wir hätten vielleicht vorher anfangen müssen zu heilen. Also allgemein, sobald wir das nächste Mal vergiftet werden, sofort schlafen. Denn den kriegen wir zwar schneller Gift, aber dafür heilen wir auch hoch. Wenn wir einfach nur stehen bleiben, heilt er nicht hoch. So, neue Sprüche vorbereiten. Ja, wir können auch mal eine Stufe höher gehen. Kostet zwar mehr Mana, aber der macht dann auch gleich wesentlich mehr Bums. Schlafen wir nochmal kurz, bis die ihr Mana wieder haben. Und dann schauen wir uns hier weiter um. Und sollte wirklich mal was schief gehen, wir haben hier immer noch den Wiederbelebungsaltar. Wobei ich mir momentan nicht sicher bin, ob das nicht irgendwelche negativen Konsequenzen hatte. Also ich kenne das aus anderen Spielen, wenn man sich da wiederbelebt, dann verliert man teilweise Stats oder Lebenspunkte oder dergleichen. Das wäre natürlich nicht so schön. So, hier ist nichts. Gar nichts. Na gut, die Würmer haben uns gut auf Trab gehalten. Ah, ich höre wieder was. Ist da was? Nee. Komm, Wurmi, Wurmi. Da geht's weiter. Hier liegt nichts rum. Nee. Also, da kommen die Würmer her. Gut, du stehst links. Also kannst du. Und du. Und du. Und du. Und tot. Aber alles Mana weg. Ja, schauen wir mal. Keine Münze verschluckt. Dafür eine neue Tür. Uah. Okay, das ist dann wohl ein körperloses Wesen. Machen wir das Gift weg und das hin. Und er ist genau in der Mitte. Das ist gut. Und kaputt. Schön, schön. Die Geister können nämlich auch durch Türen durch, wenn ich mich richtig erinnere. So, was haben wir hier? Wir haben Jabro. Erstellt einen magischen Schutzschild. Einen magischen Schutzschildtrank. Also den, den wir auch hier irgendwo rumliegen haben. Das ist schon mal gut. Kommt da rein. Also das ist dann wohl Ja und das ist dann Bro. Du kannst weg. Und was ist denn der drin? Hoffentlich ein Heiltrank. Der Spruch On Wen zaubert eine Wolke aus Gift. Also das hintere Symbol, diese Sanduhr, kennen wir ja schon von dem Giftpfeil. Und diese vier Punkte sind jetzt der neue Überträger eines Zaubers. Also wir hatten hier schon die Stärke des Zauberspruchs. Dann hatten wir hier den Pfeil. Also Giftpfeil, gegen untote Pfeil, was weiß ich. Und das ist jetzt die Wolke. Also nehmen wir das und das Gift. Und dann steht eine Wolke da, die länger auch bleibt. Und der Gegner durchgehend Schaden bekommt, was sehr praktisch ist. So, eingetragen haben wir das. Dann kann die Schriftrolle auch weg. Ja, ist ja schön, dass wir jetzt so viele Angriffszauber bekommen gegen immaterielle Wesen und Giftwolken, was weiß ich. Aber ich hätte wirklich gerne jetzt einen Heilzauber. Er hat eine Kopfwunde, er hat eine Kopfwunde und eine Fußwunde. Und er wäre an dem Gift verreckt. Das wird langsam echt Zeit. Also dadurch macht das Mod den Spiel, dadurch macht der Mod das Spiel schon wesentlich schwieriger, weil man halt nicht von vornherein jeden Zauber benutzen kann, sondern erstmal die Zaubersprüche finden. Weil das war mit der erste Zauber, den ich gelernt hatte, durch pures Ausprobieren. Weil es ist halt der erste,
Dann da, oh, es kommt ein Stamina-Trank raus. Dann habe ich den nächsten genommen, oh, es kommt ein Heiltrank raus. Und es ist auch ganz schön komisch, dass unsere Magier und Priester nicht wissen, wie so ein einfacher Zauberspruch geht. Aber na gut. So, hier ist nur ein Gitter im Boden und sonst nix. War da was? So, hier geht's weiter. In den Nischen ist aber nichts drin. Na gut, also da können wir lang und da können wir lang. Aber erstmal speichern wir wieder ab. Dann zwar da. EP 0005.